Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Bei der An- und Abmeldung von Autos, bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle brauchen die Berliner weiter viel Geduld. Zwar würden täglich auch kurzfristige Termine mit Wartezeiten von 7 Tagen über das Internet vergeben, teilte die Senatsinnenverwaltung in der Antwort auf eine Frage der CDU-Abgeordneten Adrian Grasse und Oliver Friederici mit. Diese seien aber immer schnell ausgebucht. Normal seien derzeit Wartezeiten von mindestens 26 bis 27 Arbeitstagen für Privatkunden sowie von 12 bis 13 Arbeitstagen für Händler. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Schläger. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 30. Januar 2018 in den frühen Morgenstunden einen 30-Jährigen in Kreuzberg homophob beleidigt und körperlich angegriffen zu haben. Den Aussagen des Opfers zufolge verließ er gegen 5 Uhr gemeinsam mit dem Unbekannten eine Bar in der Oranienstraße. Anschließend führte der Mann sein späteres Opfer über ein Brachgelände in der Skalitzer Straße. Dort soll er ihn unvermittelt mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen und gegen die Beine getreten haben. Während des Angriffs beleidigte er ihn homophob. Danach gingen beide gemeinsam in Richtung U-Bahn Cottbusser Tor, wo der 30-Jährige leicht verletzt gegen 5.44 Uhr mit der U-Bahn davonfuhr und der Tatverdächtige auf dem Bahnsteig zurückblieb. Der Unbekannte ist ca. 38 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und trug am Tattag einen Vollbart. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp unternimmt einen neuen Anlauf, um für eine Wiedereröffnung des Berliner Kongresszentrums ICC private Investoren zu finden. Dazu soll die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH ein Interessenbekundungsverfahren in Gang bringen, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsverwaltung auf Anfrage mitteilte. Das ICC am Messegelände wurde 1979 eröffnet und gehört zu den markantesten Gebäuden im ehemaligen Westteil Berlins. Seit Frühjahr 2014 ist es geschlossen. Vor einer Wiedereröffnung ist eine Schadstoffsanierung nötig. In dem Gebäude ist unter anderem Asbest verbaut. Uber will seine frisch dazugekauften Elektrofahrräder demnächst auch in Berlin auf die Straßen bringen. Die orangefarbenen E-Bikes von Jump sollen bis Ende des Sommers in der Hauptstadt verfügbar sein, kündigte Uber-Chef Dara Khosrowshahi in Berlin an. Uber hatte das Start-up Jump Anfang April übernommen. Es ist Teil der neuen Strategie von Khosrowshahi, verstärkt auch andere Verkehrsmittel als Autos über die Plattform zu vermitteln. Und damit kommen wir zum Sport. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 geht als krasser Außenseiter in die Final-8-Endrunde der Champions League. Gleich im Viertelfinale am Donnerstag in Genua sind die Berliner im Duell mit Spitzenklub Olympiakos Piräus voll gefordert. Die Griechen gelten neben dem Gastgeber Pro Recco Genua als Top-Favorit auf den Titel und Anwärter auf die Nachfolge von Szolnoki VK aus Ungarn. Und das Wetter. Heute Nacht ist es meist sternenklar. Die Tiefstwerte liegen um die 12 Grad. Am Donnerstag ist es überwiegend sonnig. Erst gegen Abend bilden sich vereinzelt Wolken. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit fällt aber durchgehend sehr gering aus. Die Tageshöchstwerte liegen um die 26 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Pünktlich zum Wochenende wird es wieder richtig heiß in der Hauptstadt. Am Freitag klettert das Quicksilber auf bis zu 30 Grad. Dabei ist es, wenn überhaupt, nur leicht bewölkt. Am Samstag nimmt die Bewölkung geringfügig zu und die Höchstwerte liegen bei 28 Grad. Und auch am Sonntag steigen die Temperaturen noch einmal auf bis zu 30 Grad an. Dabei kann es ab den Mittagsstunden bereits leichte Regenschauer oder Gewitter geben.
Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.